Hi, heute mal in einer ungewohnten Umgebung und ich filme mit dem Handy. Ich hoffe, das geht trotzdem. Ich wollte euch heute mal zeigen, was in meinem Badezimmer steht, beziehungsweise in dem Badezimmer in der WG, wo ich wohne. Und ich will das Video auch echt kurz halten. Ich habe nicht so viel Zeit. Ich muss ganz viel für die Schule schreiben und so und hoffe, ihr seid damit zufrieden und dann fangen wir einmal an. So, ich übernehme übrigens keine Garantie dafür, dass es hier super ordentlich ist. Und es ist auch ein sehr altes Badezimmer, wie ihr schon an den Fliesen sehen könnt. Und als erstes habe ich hier stehen die Nivea 1 Minute Urban Detox Maske. Die bin ich gerade am Ausprobieren, bin bisher ganz zufrieden. Aber vielleicht erzähle ich euch dazu auch noch mehr. Dann habe ich hier von Lotion diese I Love Augencreme, die auch Shania jetzt in der Glossy Box drin hatte. Und ja, irgendwie steht die eigentlich nur zur Deko hier. Dann habe ich hier auch noch mein Reinigungsöl von Balea. Zahnpasta, Zahnbürste und Zahnseide habe ich hier stehen. Eine Uhr, die nicht funktioniert, weil die Batterien leer sind. Die andere Seite zeige ich euch jetzt nicht, weil da die Sachen von meiner Mitbewohnerin stehen. Und ich weiß nicht, wie gut sie das findet, weil ich sie nicht gefragt habe. Dann habe ich hier diese neue Handseife stehen von Balea. Und ich finde die irgendwie gar nicht so cool, weil man muss die halt so in die Hand nehmen. Die ist total schwer zum Dosieren, finde ich. Finde die nicht so gut. Und ja, diese weißen Flecken übrigens, die seht ihr gleich nochmal. Das sind keine Zahnpastaflecken, sondern das sind Flecken vom Streichen, die irgendwie nie jemand weggemacht hat und jetzt total scheiße sind zum Wegmachen. Dann haben wir hier neben ein Handtuch hängen für die Gäste. Ja, dann kommt hier, das habe ich Watte drin, das Ding habe ich mal irgendwann selber genäht. Mein Handtuch, das Handtuch meiner Mitbewohnerin. Und dann geht es hier schon direkt rüber zur Dusche. Und wie gesagt, es ist alt. Also es sieht irgendwie alles dreckig aus, aber ich habe auch noch ein bisschen sauber gemacht. Also ja. Ihr könnt sehen, ich habe ein paar Duschgele. Und zwar die von Tracalmoon und Original Source. Ich liebe diese Marke. Und habe hier einmal Marshmallow, Soft Water mit Rain. Diesen Spice Plum My Coconut Island. Das war ja auch noch ganz neu. Habe ich mir sogar nachgekauft auch. Dann habe ich hier von Original Source Limette und Kokosmilch. Wasser, Minze und Guarana einmal. Dann habe ich hier von Swiss Au Pair das Silbershampoo, weil ich so einen leichten Goldstich hatte. Und ich muss mir aber nochmal ein neues Haargel, sage ich schon, Shampoo kaufen, weil das mag ich gar nicht so gern. Dann ist mir in die Badewanne gefallen eine Spülung von Garnier, wahre Schätze. Und ich weiß nicht, also die mag ich auch nicht. Ich glaube, da sind mir zu wenig Silikone drin. Also meine Haare sind davon, die werden irgendwie nicht glatt, so wie man es kennt von Spülung. Daneben habe ich auch noch, das muss ich auch unbedingt mal wegtun, von Balea ein Rasierschaum. Das ist schon uralt irgendwie. Ja, ich schmeiße es nie weg. Dann habe ich hier eine Verpackung von dieser Reinigungsseife. Ja, die Verpackung habe ich, weil ich euch die auch eventuell mal vorstellen wollte. Genauso wie diese Tüte von diesem Rasierer. Den hatte ich auch in meiner Glossy Box drin, habe ich getestet. Wollte ich euch auch mal was dazu erzählen. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr das gerne mal in den Kommentaren schreiben. Weil ich unter der Dusche immer meine Zöpfe erst aufmache oder mein Zopf habe ich hier, ja, Zopfgummis, die ich auch noch wegtun muss, genauso wie ein Bobbypin, den ich dann beim Duschen in den Haaren gefunden habe. Eine Probe von, ich glaube, Schwarzkopf ist das. Ja, von Schwarzkopf, so eine Blond-Haarmaske. Die finde ich ganz gut. Dann habe ich hier von Garnier Wahre Schätze eine Haarmaske, die mag ich total gerne. Und von Rituals noch so ein Body Scrub. Und das finde ich auch richtig, richtig gut. Da drüber habe ich auch noch was hängen. Und zwar einmal nochmal meinen Rasierer, den ich eigentlich immer nutze. Ein Haargummi, wenn ich mir eine Haarmaske mache oder eine Kur reinmache, dann mache ich mir immer so einen Dutt und die Haare zusammen. Und
wasche dann halt eben den Rest des Körpers. In der Zeit kann es einwirken. Dann habe ich hier halt den typischen Schwamm. Dann noch so eine Reinigungsbürste von Ebelin. Die versuche ich immer wieder, aber ich glaube, ich mag die einfach auch nicht. Dann habe ich hier von Balea das Creme Peeling. Das benutze ich auch immer unter der Dusche. Dann noch von Dresdner Essenz so ein Badesalz. Ich bade aber einfach nicht. Von Swiss Repair das Arganöl. Eine Haarkur habe ich hier liegen. Und hier oben nochmal drei Duschgele. Ja, ich weiß. So viele Duschcremes, Duschgele braucht kein Mensch. Da habe ich hier einmal Mind. Ich versuche das halt auch immer, das riecht so lecker und ich will es dann immer nicht aufbrauchen. Dann habe ich hier einmal Vanille und einmal Lemon. Und ja, das war es eigentlich schon im Badezimmer. Auf der anderen Seite steht wieder das von meiner Mitbewohnerin. Und habe ich vergessen. Ah, habe ich vergessen auch aufzuräumen. Und hier steht eine Wasserflasche, weil bei uns war mal das Wasser ausgefallen vor kurzem. Da habe ich hier einmal Wattestäbchen stehen, da sind nur so ein paar drin. Von Dove eine Bodylotion, die war auch mal in der Glossybox drin, die teste ich gerade ein bisschen. Von Garnier habe ich hier so ein Blondspray drin, aber das mag ich irgendwie auch nicht. Und von Sundance ist Aloe Vera Gel. Das finde ich richtig gut. Das mag ich richtig, richtig gerne. Dann habe ich auch hier noch so ein kleines Ding, so ein Brush Egg zum Pinsel reinigen. Ein Schwamm, womit ich meine Masken abmache. Ein Deckel, wo ich nicht weiß, wo der zugehört, den ich eigentlich auch wegschmeißen könnte. Eine Rundbürste, die ich nicht sauber gemacht habe. Das habe ich dann hier im Körbchen drin, habe ich gar nicht reingeguckt. Oh, das hatte ich auch in meiner Glossybox drin. Ein Haarschaum. Das habe ich hier noch. Ach, eine Maske. Genau, die hatte ich letztens benutzt. Habe ich weiter drin, weil ich die noch aufbrauchen möchte. Dann habe ich hier noch so einen Pinsel für Make-up, den ich aber oft für Masken benutze zum Auftragen. Von Rituals. Oh, gut, Zahnpasta dran. Ein Bodyöl, dann von Rachel, das war so ein Set, was ich mal zum Geburtstag bekommen habe. Und jetzt seht ihr doch von meiner Mitbewohnerin den Zahnputzbecher. Dahinter ist die Zahnbürste, nicht, dass sie denkt, sie hat keine Zahnbürste. Von Botanicals noch so eine, ich glaube, es ist so eine Haarcreme, die ich eigentlich mal testen wollte. Von Cien Sun ein transparentes Sonnenspray. Und mehr habe ich da nicht drin. Genau, hier haben wir noch, hier sammle ich auch immer komische Sachen. Wir haben gestrichen und natürlich nicht weggeräumt. Die wollte ich euch auch mal zeigen. Diese eine Maske, die nur 3 Minuten braucht, die mag ich richtig gerne. Habe ich noch nicht weggeräumt. Dann habe ich hier noch eine reinigende Maske von Balea liegen und eine von Merz mit weißer Ton, Erde und Zink. Dann habe ich da noch mein Mundwasser liegen. Und Klopapier. Das habe ich gerade gekauft, weil wir keins hatten. Und guckt euch mal an, wie süß das ist. Ist das nicht niedlich? Gibt es gerade bei DM. Ich finde es richtig süß. Dann haben wir hier nochmal eine Seife. Und so Kram, was man halt im Badezimmer hat. Ja. Und das war es dann auch schon im Badezimmer. Ich weiß nicht, ob ihr mit diesem Video was anfangen konntet. Ich hatte wenig Zeit. Ich versuche das Video wenig zu schneiden. Ich hoffe, der Ton ist in Ordnung. Ich hoffe, das Bild ist in Ordnung. Ich habe keinen Bildstabilisator in meinem Handy. Das ist ein bisschen blöd. Ich hoffe, es ist nicht zu sehr verwackelt. Und ja, wenn ihr das Video trotzdem ganz okay fandet, könnt ihr ja gerne mal einen Daumen nach oben lassen. Dann weiß ich Bescheid. Wenn nicht, dann könnt ihr gerne einen Daumen runter geben. Aber dann wäre ich auch dankbar dafür, wenn ihr mir schreibt in den Kommentaren, warum dieser Daumen nach unten geht. Das wäre auch ganz spannend mal zu wissen. Und dann sehen wir uns am Montag mit Shania gemeinsam wieder. Macht's gut. Tschüss.